So, heute sind wir im Gestüt Sunnerholt bei der Familie Langard. Das ist ein Isländergestüt und das hier ist der Fraun. Gott, meine Damen und Herren, wir haben leider keinen Winter bisher, aber wir sind überzeugt, dass wir den noch bekommen. Und aus diesem Grunde möchte ich ein paar Tipps geben, was man oft gefragt wird in der Tierpraxis. Es geht um Pferdehaltung, es geht um Tierhaltung, Hunde, Katzen, Pferde im Winter. Es kommen auch viele Fragen an Tierschutzorganisationen, was man denn machen kann mit Tieren im Winter, ob man zu viel tut oder zu wenig. Sie sehen hier ein Island-Pony. Das ist eine typische Robusthaltung, die für den Winter eigentlich ideal ist. Die Tiere brauchen weder Decke noch sonst irgendwelche Verhätschelungen. Die sind den Wintertemperaturen gewohnt. Auch für ein Pferd ist ungefähr 7 Grad durchaus eine Wohlfühltemperatur. Und die frische Luft und die Bewegung und die Aktion, das ist alles etwas, was für das Immunsystem super geeignet ist. Und da muss man natürlich jetzt nicht verhätscheln mit Decken oder sonstigen Dingen. Bei anderen Pferden, die nicht immer im Freien sind, wäre es vielleicht angeraten, wenn es Dauerregen ist oder sehr großer Frost, dass man auch mal eine Decke verwendet. Im Winter für Pferde oder für den Reiter beim Ausreiten ist es durchaus wichtig, dass auch die Pferde nicht rutschen. Deshalb gibt es Hufeisen, die speziell mit Stollen versehen werden oder so, sogenannte Snowgrips, das sind Einlagen in den Hufen, wo auch das Pferd etwas vor dem Rutschen geschützt wird. Denn hier kann es zu sehr schlimmen Verletzungen kommen, das sollte man beachten, bei Pferden und auch bei anderen Tierarten, auf die wir dann noch kommen werden. In diesen Paddocks ist es auch gut, wenn die Pferde im Winter versorgt werden mit Heu, die brauchen immer eine Beschäftigung. Und in diesen Offenstallhaltungen, wie wir nachher vielleicht noch sehen werden im Film, die Offenstallhaltungen haben manchmal Gummimatten, dadurch ist die vom Boden her die Kälte, sind die Tiere vor Kälte geschützt, was auch für die Gelenke gut ist und so werden sie auch nicht krank. Ja, das war jetzt aber speziell zur Pferdehaltung. Wir kommen dann zu Hundehaltung, Katzenhaltung und Kaninchenhaltung. Das Problem bei der Hunde- oder Katzenhaltung im Winter ist, dass viele Leute meinen, sie müssen mal ihr Tier im Warmen halten, dann wieder ins Freie rauswerfen. Das ist für Tiere auch ähnlich wie bei uns. Es ist zwar so, dass sie gegen Kälte besser geschützt sind, ist klar durch ihr Fell, aber auf der anderen Seite fragen sich viele Tierbesitzer, ob es nun albern sei, wenn man jetzt einen Mantel umhängt oder das Tier gar quält mit einem Kleidungsstück oder ob es sinnvoll ist. Im Großen und Ganzen muss man sagen, ein gesunder Hund, gesunde Katze ist sowieso, das Thema Mantel kann man vergessen, aber bei einem gesunden Hund ist es so, dass er keinen Mantel braucht, es sei denn, es ist ein Kurzhaartier, ein sehr kleines Tier mit sehr kurzem Fell oder ein krankes Tier oder ein älteres Tier, da ist es bei gewissen Temperaturen schon angebracht, dass man einen Mantel natürlich in vernünftiger Form anzieht. Bei anderen Tieren, Langhaar, ist es sowieso nicht der Fall. Was bei Hunden im Winter wichtig ist, gerade mit dem Salz am Boden, das wäre, dass man die Pfoten vielleicht erstmal kontrolliert und auch, da gibt es diese Schmiermittel wie Vaseline oder Hirschtalg, dass man die Pfoten entsprechend vorher einbalsamiert. Das heißt, dann kann das Salz nicht so aggressiv sein. Ist auch ein guter Ratschlag, was auch nicht bei Hunden gemacht werden sollte, dass man extrem apportieren lässt, gerade bei Klette im Winter. Es kann zu ganz, ganz hässlichen Verletzungen und auch Knochenbrüchen kommen. Gerne spielen Hunde auch mit Schnee und gerne werfen auch Tierbesitzer Schneebälle als Apportiermittel. Ist auch nicht ganz so angesagt, denn es kommt hier zu Magenschleimhautentzündungen, Darmentzündungen, entsprechenden Ergebnissen dann mit Durchfall, Erbrechen und so weiter, sollte man vermeiden. Hunde und Katzen, die nicht viel sich im Winter bewegen, ja auch ein kleiner Tipp, mal ab und zu auf die Waage stellen, denen geht es ähnlich wie uns, die nehmen natürlich auch zu. Und da soll man entsprechend das Futter reduzieren. Was viele Tierbesitzer nicht bedenken, dass auch bei Hund und Katze die Parasiten im Winter nicht still schlafen oder einen Winterschlaf haben. Flöhe sind durchaus aktiv
Und was ein Nebenergebnis vom Floh ist, das ist der Bandwurm, den der Floh überträgt. Auch hier darauf achten, Fell anschauen, Bandwurmmittel, Flohmittel verabreichen bzw. von einem der Tierärzte verschreiben lassen. Ja, das wäre so die Hauptsache für Hund und Katzen. Und jetzt kommen wir zu den Nagern. Ja, die Nager im Winter, die haben auch ein Problem. Nicht immer, aber manchmal. Nager werden im Freien gehalten und das ist auch nicht ganz falsch so. Man muss unbedingt darauf achten, dass bei Meerschweinchen, Kaninchen beispielsweise, dass die im Winter in einem Bereich gehalten werden, der sehr geschützt ist vor Witterung, vor Wind, dass es ein Stall ist, der isoliert ist, Styropor. Zu dem Styropor auch eine dicke Lage Heu oder Stroh, das sie A als Nahrungsmittel nehmen, B aber auch als Wärmeschutz dient und dass der Auslauf der Nager relativ groß ist, nicht in irgendeinen schuhkartonartigen Bereich reinzwängen und auch dann nicht, was viele Kinder gerne machen, die holen sie 2 Stunden ins Wohnzimmer herein, da wird im Nager gespielt und dann wird er wieder in die Kälte rausgeworfen. Also das ist fatal, von der Logik her ist es zwar glaubhaft, aber man macht es halt trotzdem ab und zu, dann kommt es zu Nieren-, Blasenentzündungen, vielen anderen Erkrankungen, Infektionen, die dann behandelt werden müssen. Muss man nicht, kann man vermeiden. Wenn ein Tier krank ist oder sehr alt, soll man es eh nicht im Freien lassen. Nager sind außerdem sehr gerne zu mehreren unterwegs, also eine Einzeltierhaltung, dass man irgendwo ein Hamster ist ein Einzeltier, das ist die Ausnahme, ein Meerschweinchen, ein Kaninchen, irgendwo reinsperrt alleine, das ist Tierquälerei. Man soll sie zu mehreren, soll man sie zusammenhalten und aber darauf achten, dass irgendwann sich die auch vermehren möchten können. Und das wird dann relativ rasant gemacht, deshalb soll man auch kastrieren. Das wird so bei meisten Tieren, so bei den Hasen mit 4 Monaten gemacht. Das ist jetzt ein Spezialthema, da wendet man sich an den Tierarzt. Wichtig ist auch, dass die Gehege so abgesichert sind, dass kein Fuchs oder irgendwelche Raubtiere reinkommen und die Tiere verletzen oder töten. Ja, an sich muss man auch wieder mit der Nahrung ein bisschen darauf achten, dass man auch das Immunsystem hier stärkt. Und das gilt auch für die anderen Tierarten im Übrigen, das ist wie bei Menschen. Je besser das Immunsystem, desto besser wird auch der Winter überstanden. Und was für uns Menschen auch wichtig ist, wenn man so ein Tier hat, das betrifft wieder jetzt mehr Pferd oder Hund, dann ist auch unser Immunsystem recht gut geschützt, weil wir ja, und was sollten wir, mit dem Tier uns viel bewegen, in der frischen Luft uns bewegen und auch so unsere Gesundheit indirekt gefördert wird. Ja, das waren jetzt einige Beispiele, kleine Beispiele, kurze Beispiele für Tierhaltung im Winter. Natürlich kann so eine Kurzberatung nicht eine vollkommene gute Beratung oder im Spezialfall eine richtige Beratung ersetzen. In diesen Fällen haben Sie natürlich die Spezialisten zur Hand, ob jetzt Tierheime oder Tierärzte. Im Zweifelsfall bitte lieber erst nochmal nachfragen, auch telefonisch, immer irgendeine Eigentherapie betreibt oder etwas verkehrt macht. Es gibt Ihnen bestimmt jeder gerne Auskunft.